In meinem Buch, das vielleicht der eine oder andere kennt, über diese ganze Scheidungsindustrie, die sich in Österreich entwickelt hat, vielleicht auch die Antwort darauf gegeben. Mein Name ist Gerald Zeiner. Das Buch heißt Scheidungshuren, um zu zeigen, was da wirklich abgeht in Österreich. Ist der Titel vielleicht etwas provokant, aber es zeigt, wie eine Gesellschaft Familien auseinanderbringt, wie wir auch in dem Film gesehen haben, durch Beratungsstellen, durch Jugendämter werden Frauen dazu animiert, sich zu trennen, weil sie ja von vornherein schon die Auskunft bekommen, sie werden alles bekommen, das Geld, die Kinder, die Obsorge, egal was sie machen, egal welche Fehler sie begehen, wie sie den Kindern schaden, das ist auch in Österreich so, es ist noch viel schlimmer, als wir es hier gesehen haben. Die Frauen können sich jeden Fehler und jedes Vergehen an den Kindern leisten, damit Gutachter gut verdienen, damit Betreuungseinrichtungen, diese begleiteten Besuche ausgelastet sind. Also es hat sich eine Industrie entwickelt und ich habe das einmal grob durchgerechnet, dass wir reden da von einer Industrie, die in etwa 100 Millionen Euro pro Jahr umsetzt, wenn man die Gutachter, die Anwälte, und diese ganzen Betreuungseinrichtungen zusammenrechnet. Also das vielleicht der Hintergrund, warum es diese Trennungen gibt in dem Ausmaß wie in Deutschland und in Österreich ist es leider noch schlimmer.